Ryoma. Und sogar Nakaoka. Ich hätte dich nicht allein schicken sollen. Ich hätte mit dir gehen müssen. Wenn er die Satsuma und die Choshu nicht zusammengebracht hätte, wären wir nie so weit gekommen. Doch die Satsuma zeigen sich weiterhin undankbar. Ich vermute, du weißt über die Lage Bescheid. Für Worte ist es zu spät. Jetzt sprechen die Waffen. Solange die Tokugawa Macht besitzen, kann Japan sich nicht wandeln. Unsere Absichten mögen andere sein. Aber in Anbetracht der Überzahl der Shinsengumi sind wir auf jeden Verbündeten angewiesen. Bitte, kämpfe mit uns gegen die Tokugawa. Danke. Ich werde es dir nie vergessen. Du spielst eine große Rolle in unserem Plan. Hör gut zu. Wir unterliegen zahlenmäßig. Aber wenn es uns gelingt, die Haupttruppe zu besiegen, wird das die Gegner demoralisieren. Wir wollen, dass du ihre Basis eroberst. Sobald dort das Chaos ausbricht, bringen wir die Sache mit Hilfe der britischen Artillerie zu Ende. Das ist unsere Chance, Japan zu ändern. Zusammen. Und jetzt, rückt aus! Ich bin Jules Brunet. Es ehrt mich, Seite an Seite mit einem so berühmten Samurai zu kämpfen. Wir haben dich schon erwartet. Mein Name ist Kondo von der Shinsengumi. Meine Denshutai-Soldaten sind eingewiesen und bereit für die Schlacht. Abschaffung des Shogunats erlassen. Nun sind wir die Loyalisten und die Tokugawa die Rebellen. Wir haben es geschafft! Ja, das haben wir sich total gemacht. Die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite. Der Feind ist nur eine unruhestiftende Meute. Zu den Waffen! Revolutionäre, angeführt von den Choshu und den Satsuma, zogen in den offenen Kampf gegen das Shogunat. Und so hob sich der Vorhang zum Boshin-Krieg. Ah!
Let's go!
Keine Eile. Lass dir Zeit. Wofür du das wohl benutzt? Natürlich. War das alles? Ich danke dir für deinen Besuch. Verflucht! Wer bist du? Der die Flammen des Krieges entfacht hat. Du. Regelrechtes Déjà-vu, wahr? Für diesen Kampf könnte es keinen passenderen Ausdruck. Oh.
sie es tatsächlich so weit geschafft haben. Inomoto hat sein Schiff hergebracht. Bitte, flieht damit nach Edo. Niemals. Das würde das Ende für das Shogunat bedeuten. Aber genau das ist es doch, was sie sich erhoffen. Wenn ihr hier dem Feind in die Hände fallt, wird der Krieg die ganze Nation überrollen. Fürst Katamori, darf ich bitten? Du brennst förmlich vor Verlangen nach Rache. Erlaube uns, das Feuer zu löschen. Es ist noch nicht vorbei. Der feindliche Kommandant ist geflohen. Das ist unsere Chance. Die Götter meinen es heute gut mit uns. Die Soldaten des Shoguns stehen kurz vor dem Rückzug. Lasst uns noch ein letztes Mal alles geben! Feuer! Kondor, zieh dich zurück. Kümmere dich um Brunet. Ich bleibe bei dir. Die Ära des Schwertes ist vorbei. Doch ich lebe mit dem Schwert oder gar nicht. Das ist das Ende für uns alte Samurai. Toshi, du und die anderen, ihr müsst jetzt die Samurai einer neuen Ära werden. Und nun geh! Buine, los! Waren in der Überzahl. Doch aufgrund der Flucht des Shoguns stand ihnen eine Niederlage bevor. Angespornt vom Sieg marschierte die Armee der Revolutionäre auf die Stadt Edo zu. Nach der Niederlage in Toba Fushimi und dem Tod ihres Kommandanten flüchteten die übrigen Truppen des Shogunats nach Edo. Angespornt von ihrem Sieg brechen die Revolutionäre nach Edo auf, wo sie den entscheidenden Schlag gegen ihre Gegner landen wollen.